Es wurde gesagt, das ist das Weiße Ballett, also ich glaube sogar noch über Bayern Real. Also ja, also Real ist auch nicht mehr, was er mal war. Hallo, ich bin die Marietta und wir sind heute beim Fußballturnier der Häuser zum Leben. Ich freue mich heute richtig auf Spielen und auf einen lustigen Tag. Heuer zum vierten Mal nacheinander sind 14 Teams an Bord. Und diesmal wirklich muss ich feststellen, dass die Teams insgesamt stärker geworden sind. Die anderen sind sowas von heiß, das verstehe ich ja auch irgendwie. Ja. Es macht ja keinen Spaß, wenn wir immer gewinnen. Und das gönne ich ihnen. Ja. Sie sollen sich einfach mehr anstrengen. Aber wie ist euer erstes Spiel ausgegangen? Ja, das erste Spiel ist gut ausgegangen. Alle wollen gegen den dreifachen Titelgewinner gewinnen. Wie ist euer erstes Spiel ausgegangen, Armin? Das erste Spiel haben wir verloren, Robert. Danke für die Erinnerung. Also meine Mama ist erst vor kurzem, vor 2-3 Monaten, eingezogen ins Haus Wieden, ist wunderbar glücklich dort unterm Herrn Armin. Und ja, da hat es geheißen, beim Mittagstisch, wer will nicht alle mitmachen, auch Angehörige. Da haben wir gedacht, das ist wirklich eine schöne Sache. Meine Mutter hat gesagt, ob ich spielen will, und dann habe ich ja gesagt und ich finde es ganz gut. Ich habe eine E-Mail bekommen vom Herrn Armin Cehitsch, der ist Direktor im Haus Wieden. Und da er immer so frech ist bei allen Veranstaltungen, dachte ich mir, ich hole mir mal ein paar Leute und werde ihm Parole bieten. Wir haben uns davor erhofft, dass wir Erste werden in der Gruppe und die Konkurrenz ist viel stärker als gedacht. Merkt man, dass es in der Pflege auch fitte Leute gibt generell. Und jetzt ist unser Ziel einmal der zweite Platz in der Gruppe. Wir hatten als erste Mannschaft die Wiederjugend, sehr stark die Burschen. Mit einem 1-0 haben wir das dann doch geschafft, die Niederlage. Aber Apokal, der wird es trotzdem. Der kommt mit ins Haus. Ich finde, es ist eine super Stimmung. Es ist echt cool, es sind so viele Mannschaften. Das Wetter ist auch wesentlich besser als letztes Jahr. Und es macht richtig Spaß. Ich finde, Fußball ist die verbindende Kraft schlechthin. Beim Fußball geht es für mich um das Miteinander und genauso wird es auch organisiert. Es geht um Freundschaft. Wir haben uns einfach gefreut, dass wir mit Kollegen Fußball spielen, einmal Leute aus anderen Häusern noch kennenlernen näher. Und am meisten freuen wir uns aufs Bier und aufs Essen dann. Es ist ein wunderschöner Tag, ein wunderschönes Event und ein ganz, ganz tolles Team. Und kann man keinen schönen Tag vorstellen eigentlich. Ja, es macht wirklich Spaß. Das war ein tolles Erlebnis und ich freue mich auf die Siegerehrung.